大家好，我是阿福。今天我们来看一下，在上海丁基德国学校，学生一天过得怎么样？同学见到你们，他们就会笑你。为什么会笑我？我长得很搞笑吗？对。小孩都会说三国语言吗 ？Hello, ich heiße Lukas. 大家好，我叫卢卡斯。I'm 4 years old. 我4岁半 ，und ich bin 4+ Jahre alt。他们会上哪些课？在这个幼儿园里面，除了玩就是吃，这个就是德国人的教育理念。那让小孩在上海享受德式教育，每年要花多少钱？一年是。1万左右。最重要的，学校伙食是不是米其林级别？有一个大的火鸡，又有牛肉面，这里还有披萨，这里就是意面站。不要忘记我们这里的冰淇淋。首先，我们来到了一位中德混血的家里，看看现在的小孩是不是和我小时候一样，磨叽磨叽到我妈要发火了。Good morning. Good morning. Hello, ich bin Thomas. Ja. Hast du gut geschlafen? Ja. 那你先介绍一下你自己。Hello, ich heiße Lukas. 4岁半。你每天在学校里会做些什么呢？早饭之前我们可以玩一会儿，然后早饭完的时候我们做早会，然后我们就可以玩，然后就吃中午饭了，然后再睡觉，然后就 snack， 之后还有一点点时间玩，然后我们就回家了。所以你们除了玩就是吃，对吧？对，上德国学校真开心啊。6点一刻，爸爸会给 Lucas 梳头发，陪他刷牙，晚了以后还有一点时间可以在家里玩一玩，为了一天在学校玩做点热身。你们对 Lucas 的期望是什么？希望他未来做什么？ Das darf er sich selber entscheiden. Ich glaube, wir geben ihm das Handwerkszeug mit. Er spricht jetzt schon fast 3 komplette Sprachen. Und ich denke, da kann er sich in der Zukunft dann aussuchen, was er machen möchte. 好嘞，6:50测个体温，填个表格就可以出发喽。你喜欢你的同学吗？喜欢，但是同学见到你们，他们就会笑你。为什么会笑我？我长得很搞笑吗？对。在杨浦的德国学校是非常大，这边有高中，有初中，有小学，有幼儿园。我现在是在这个德国学校的阳台上面，然后这里的设施也特别好，你们看，中间有一个大剧院，这里有好几个篮球场，有3个、4个，下面也有一个室内的运动馆，然后有一个室内的游泳馆。德国学校当然需要一个很大的足球场。我们先来看看幼儿园吧，这边有一个稀缺的人才，那就是一位男友师。早上好，我是卡森，我是德语老师，在德国学校，在上海。大家好，我是 Helen， 我是任教。Männliche Erzieher sind ja leider immer eine Seltenheit, ne? Tatsächlich, als ich 2015 hier angefangen habe, waren sehr, sehr viele da. Was ist denn für dich der größte Unterschied zwischen einem Kindergarten in Deutschland und dem deutschen Kindergarten hier in China? Und dass definitiv mehr gemischte Kinder, internationalere Kinder da sind. Hallo Leon. Okay. Sprichst du auch Deutsch? Ja. Und Englisch? Ja.Und Chinesisch? Ja. Wie geht denn die Deutsch hier? Wie geht denn die Deutsch hier? Wie geht denn die Deutsch hier? Deutsch. Bist du in Deutschland geboren? Nein. Ich bin in Deutschland geboren. Ich bin in 中国出生的。哦，在上海吗？你好，你看这奥数不是。在哪里啊？在中国。我的奶奶这个怪叔叔怎么听不懂我说话呢？你会说中文？对啊，我会说中文。Ist nicht kalt? Ja. Da dunkel, ja. Nein! Nein! Nein? Was macht ihr jetzt? Frühstücken! 现在是早餐时间，他们现在要洗手，然后我们就去看看德国学校幼儿园小孩的伙食怎么样。你们早上会吃麦当劳吗？不吃。那是什么？自己带的。他们不给你们吃啊，你们要自己带。不是，也有一点他们的。你是最后一个，他们都吃完了已经。我是最后一个，因为我
想把我的手洗得很干净，我想坐在你旁边。好的，可以。今天吃什么？哇哦，这是一个巧克力的东西，可是这两个是不难吃的，这个也是不难吃的，也不难吃，都好吃，一点点难吃，有一点点难吃。那它也这么多珠子？哎呀，别了。Was noch? Eine Brezel und Gemüse. Oh, sehr gesund.吃好早饭，小孩就要变成科研人员了，他们可以自由活动，拼图啊，玩沙子啊，做手工啊，画画啊，想玩啥就玩啥。所以我已经发现在这个幼儿园里面，除了玩就是吃，这个就是德国人的教育理念，培养第一好奇心，第二动手能力，第三跟其他的小朋友们一起玩。Was sind so die größten Herausforderungen in einem deutschen Kindergarten im Ausland? Das Thema Kulturalität, also einfach das Einbinden von Familien und gucken, was brauchen die Familien, wobei das finde ich eine unglaublich schöne Aufgabe, weil wir hier eine ganz schöner Mix der Kulturen haben. Ganz viele wachsen mit Chinesisch, Deutsch und Englisch auf. Das sind auch so die drei Sprachen, die wir so im Kindergarten haben. Aber im Kindergarten gibt es keinen Unterricht an sich, oder?Nicht so, wie es in China oft praktiziert wird. Für die Vorschulkinder gibt es dienstags immer Englisch und Chinesisch. Da kommen auch Lehrer, dann Muttersprachler ist immer ganz wichtig. Also ist jetzt nicht, dass es darum geht, den Schrifterwerb oder sitzen nicht in einer Reihe und müssen zuhören, sondern da geht es darum, aktiv was zu machen.现在是上午10:30，然后小孩有换到外面去玩了。我没去过中国的幼儿园，但是我听说他们数学课啊、汉语课啊什么都有。那你们觉得幼儿园小孩一天要玩好，还是一天要学习好？你们可以在下面投个票。现在大家最感兴趣的环节来了，我们现在会去他们的食堂看一下，在上海顶级德国学校食堂的伙食怎么样。我是德国学校的中文老师，我叫怡琳。我是英语系的，是高中的，叫陆老师。陆老师的中文怎么说的这么地道啊？过奖过奖，在中国待的时间很久。你们两个今天给我们介绍一下你们这个德国学校的伙食怎么样？是我们的沙拉吧，每天有很多不同的蔬菜。我们学校有很多素食的老师还有学生，所以我们也有一个素食的角落。不要忘记我们这里的冰淇淋，但是我们德国学校小孩子只能星期四吃，否则那个牙医会过来然后骂你，对吧？对的。不过老师可以天天吃。哦，老师这么幸福。德国学校肯定要有面包，这个应该排队算最长的，小孩子特别喜欢吃三明治。德国学校的伙食怎么样啊？大家说，有一个大的火鸡42块钱。对的，一般来说这个 chef's table 稍微偏贵一点。中式的了，面21块钱。还有披萨，你看他们在那里烤。哇塞，那你们伙食也很丰富的哦。有的老师还会打包回家，晚上也可以。你们觉得这个德国学校的伙食怎么样？我觉得非常的赞，又有披萨，又有牛肉面，又有火鸡，是不是特别丰富？你是美国人对吧？是的。那你一个美国人，你怎么会在德国学校当老师呢？很久以前我在台湾跟很多德国人一起住，后来也去了德国，在德国待了2年。说实话，你也长得有点像德国人。对，反正这不是侮辱你啊，这个是赞美，表扬赞美。她老公也是德国人，德国男的都很帅的吧？对，年轻时候都很帅。很多人也感兴趣，如果你们或者你们小孩想上这个德国学校需要什么条件，那我就约了校长喝杯咖啡，让他跟我分享一下。 Was ist das Besondere an der deutschen Schule hier in Shanghai? Wir versuchen uns zu öffnen, wir versuchen mehr und mehr chinesische Kinder auch zu bekommen, das heißt wir bieten verstärkt Chinesisch auch als Unterrichtsfach an, man kann bei uns auf Chinesisch Abitur machen. Und was sind denn die Voraussetzungen, um die Kinder hier an diese Schule zu schicken? Hier kann ja nicht jeder an diese Schule
der Schule kommt. Ne? Deutsch ist natürlich Unterrichtssprache, das ist ja klar, das ist eine Hürde, wobei wir demnächst ja ein DAF-Konzept haben werden, dass man also auch mit null Deutschkenntnissen anfangen kann, dass okay, man dann intensiv Deutschunterricht erstmal bekommt und dann langsam in den Regelunterricht integriert wird. Das kann jeder, der Deutsch spricht, aufgenommen werden. Bei chinesischen Kindern ist es ein bisschen schwieriger, das liegt an den chinesischen Regularien. Und die Schule hier in Yangpu ist ja relativ neu. Okay. Kannst du uns mal so zwei, drei Highlights nennen hier? Französische Schule drüben, die deutsche Schule hier. Was man in der Mitte sieht, das sind gemeinsam genutzte Anlagen, Sportanlagen. Da ist ein Schwimmbad unten, hier ist eine große Sporthalle. Drüben ist ein Theaterkomplex, der noch nicht ganz fertig ist. Die Schule ist ausgerichtet hier auf etwa 650. So viel sind wir jetzt noch nicht. Wir versuchen eben, wie gesagt, verstärkt international zu rekrutieren.12:01，想睡的小孩他们会在旁边睡觉，不想睡觉睡不着的他们还是可以在这里玩。3:00的时候，幼儿园和小学的小孩都会放学。你们觉得今天在德国学校一天怎么样？跟你们想象中一样还是跟你们想象中不一样？最后我要跟你们公布一下这里的学费。如果你们想在这里上幼儿园，或者你们小孩要在这里上幼儿园，一年是150,000左右，幼儿园以上的学校是200,000不到，在上海算是非常实惠的一个国际学校，你们觉得呢？记得给这个德国学校点个赞。你们还想看什么样的学校，什么样的人，也可以在下面给我留个言，说不定下一期我就可以去拍了。今天我们就到这里了，我们下一期再见，拜拜。